Ja, it's okay. So, guten Abend, herzlich willkommen. Ihr kennt oder die meisten, glaube ich, kennen das Format schon. Wir sind im internationalen Format Bienen ohne Grenzen. Bienen ohne Grenzen wurde in Partnerschaft erstellt mit Free the Bees in der Schweiz, Honeybee Wild in Luxemburg, Apis arborea in den USA, Natural Beekeeping Trust in England, also wirklich international. Ich habe schon gesehen, wir haben nachher verschiedene Leute hier, Deutschland, Österreich, super. Und nachher geht es gleich weiter, dann das Ganze nochmals in Französisch. Was wir wollen mit Bienen ohne Grenzen ist das Bewusstsein schaffen und das ist Bewusstsein und Verständnis für Honigbienen und Bestäuber ganz allgemein und natürlich Bienen in ihrem natürlichen Umfeld und die ganzen ökologischen Zusammenhänge. Ich glaube, ihr kennt mich. Ich bin André Wermelinger, Gründer von Free the Bees und ich bin heute Abend gleichzeitig Zeremonienmaster und Referent. Die Konferenz wird aufgezeichnet. Es freut mich aber trotzdem, wenn einige von euch die Kamera eingeschaltet haben. Da kriege ich so ein bisschen was mit, ob ihr zuhört, ob ihr irgendwo Stirnrunzeln habt. Und genau, nachher, wir haben auch Zeit für Fragen und Antworten. Heute geht es ums Thema der Fütterung von Honigbienen. Und die Fütterung, es kommen immer wieder sehr viele Leute zu mir, die Fragen haben rund um die Fütterung. Es scheint ein Thema zu sein. Wir haben, glaube ich, heute Französisch und Deutsch weit über 150 Anmeldungen. Es scheint irgendwie zu interessieren, das Thema. Und ja, ich freue mich über eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr Zeit habt für dieses Thema. Und dann freue ich mich natürlich nachher auch über eure Kritik, kritischen Fragen oder eben auch eigene Erfahrungen, die ihr da einbringen könnt. Gut, und starten wir mal, gehen wir mal durch. Das sind in etwa die Inhalte für die nächsten, ich sage mal, 3, 4 Stunden. Ich möchte mal ganz kurz Honig vergleichen mit Zucker. Dann möchte ich den Einfluss von Zucker auf die Bienengesundheit ein bisschen genauer betrachten. Weiter auch schauen, reicht denn überhaupt die natürliche Nahrungsversorgung für die Bienen? Da habt ihr sicher schon einiges auch gehört. Und dann eigentlich die Imker-Methodik von Free the Bees hervornehmen, weil die ordnet das Thema eigentlich schon mal ziemlich gut ein, gibt so ein bisschen Kontext. Und danach geht es eigentlich in die Praxis, also wie gehen wir jetzt ganz konkret um eigentlich mit der Fütterung, wenn wir Bienenvölker insbesondere naturnah halten wollen. Und dann noch 2 Folien, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, wer sind Free the Bees und was machen wir ganz genau. Gut, zunächst einmal möchte ich das Thema beleuchten, Honig versus Zucker. Und ich glaube, in den nächsten paar Sekunden werdet ihr schon verstanden haben, wie die Unterschiede sind. Das ist verhältnismäßig einfach. Ich habe mir erlaubt, hier eine Grafik zu kopieren, die ich im Internet gefunden habe, von bienensichsat.ch, der sogenannte Honigfächer. Und ihr seht mal hier, wie reichhaltig Honig ganz grundsätzlich ist. Es gibt zig Fermente, zig Vitamine, zig Mineralien, zig Säuren, zig Zuckerarten. Das vernachlässigen wir oft, wenn wir über Zucker reden, auch in der menschlichen oder Humangesundheit. Es gibt eben nicht nur Traubenzucker, Fruchtzucker, was auch immer, sondern es gibt interessante Zuckerarten, funktionelle Zucker, die durchaus eben auch süßen und gar nicht schlecht für die Gesundheit sind. Aber das wäre dann ein anderes Thema für einen anderen Vortrag. Dann haben wir weiter Aminosäuren. Aminosäuren vergleichbar mit den Proteinen. Und Proteine, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt, heißt das das, was zuerst kommt. Also das ist absolut essentiell und wichtig für die Menschen, für die Bienen. Und dann geht es weiter mit Duftstoffen. Da wird von 200 Duftstoffen gesprochen. Also es gibt noch bedeutend mehr, als hier drauf ist auf diesem Honigfächer. Inhibine habe ich mich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, will es auch nicht.
und Hormone und dann natürlich das Thema Wasser im Honig, oder? Und jetzt seht ihr, auf was ich hinaus will. Wir blenden jetzt Zucker ein, und zwar am Beispiel von einem Futtersirup, einem invertierten Futtersirup. Was haben wir hier noch? Wir haben Traubenzucker, wir haben Fruchtzucker, also Glukose und Fructose und Wasser natürlich in diesem Sirup. Und alles andere ist ausgeblendet. Da sind noch so ein paar interessante Dinge wie Rohasche mit dabei und so weiter und so fort. Und ihr seht hier bereits, dass wir bedeutende Unterschiede zwischen Zucker und Honig haben. Also das, ich glaube, man könnte den Vortrag hier schon fast wieder beenden. Das sagt schon ziemlich viel aus, ob wir Honig oder Zucker füttern dürfen oder sollen. Aber es gibt natürlich noch ein paar weitere Aspekte. Ganz einfach ist die Lage dann eben doch nicht. Gut, es gibt verschiedene Studien. Ich habe mir da erlaubt, aus der Webseite von Sigrun Mittel etwas herauszukopieren. Bienendialoge.de. Sie hat das Thema sehr gut zusammengefasst, sehr gut eigentlich studiert. Ich habe mir die Mühe nicht selbst gemacht. Ich habe das von ihr übernommen. Und ich weiß, dass sie sehr akribisch und gut arbeitet und dass wir uns auf ihre Analysen verlassen können. Und sie führt da die Studie von Mirjanić et al. Auf und die hat untersucht, welches die Auswirkungen verschiedener Futtermittel sind, und zwar auf das Gewebemitteldarm und die Lebensdauer der Honigbiene. Und da sehen wir jetzt, was genau passiert, wenn wir Bienen natürlich ernähren mit Honig, dann leben sie im Durchschnitt 27 Tage. Wenn wir den Enzym-Invert-Zuckersirup nehmen, ich sage da noch etwas über dieses Enzym-Invert, dann lebt die Biene 23,7 Tage, also schon weniger, bedeutend weniger schon. Wenn wir ganz normalen Haushaltszucker nehmen, einen Sirup machen damit, sind wir bei 22 Tagen. Und wenn wir sauer invertierten Zucker nehmen, sind wir bei 12 Tagen, weniger als die Hälfte. Also ich glaube, auch das reicht, um das Thema Zucker eigentlich ein für alle Mal irgendwo abzuhandeln. Das ist nicht unkritisch, also das hinterlässt definitiv Spuren. Dann auch von Sigrun Mittel das Zitat von Dr. Heike Ruoff, hier die Angaben, wo das genau geschrieben wurde. Und ich habe mir nur die wichtigsten Aspekte daraus gezogen, und die sind auch schon sehr interessant. Also wir haben Nährstoffkomponenten im Honig, die das Erbgut der Bienen beeinflussen, das Erbgut beeinflussen. Und das heißt, dass sich eben mehr als 100 Gene unterschiedlich exprimieren, je nachdem, ob wir Honig oder Zucker füttern. Auch das heftige Einwirkungen. Dann diese Gene, die da unterschiedlich reagieren und sich unterschiedlich exprimieren, sind für den Eiweißstoffwechsel zuständig. Eiweiß, habe ich vorher gesagt, sehr zentral für unsere, also für den Menschen, für die Biene, für Organismen. Dann weiter geht es um die Weiterleitung von Signalen der Nervenbahnen, auch hochgradig wichtig natürlich fürs Überleben und die Gesundheit der Honigbiene. Und dann hier direkt auch das Immunsystem, das betroffen ist. Auch mindestens ebenso spannend in meinen Augen ist der Abbau von Giftstoffen, der da betroffen ist. Also wenn die Honigbiene sich natürlich ernährt, kann sie wesentlich besser Giftstoffe ausleiten, was ganz genauso auch für den Menschen gilt, ist eins zu eins dasselbe. Man könnte ähnliche Folien erstellen für die Humanmedizin. Da gibt es unzählige weitere Zusammenhänge, die ich jetzt nicht einzeln aufgearbeitet habe und darstellen möchte, aber nur so einfach als Inspiration ein paar Themen genannt, wo ihr tiefer hineinschauen könnt, wenn euch das Thema interessiert. Wir wissen, dass die Darmgesundheit extrem zentral ist. Darmgesundheit, in der Regel beginnen sämtliche Krankheiten irgendwo im Darm.
Auch wiederum Mensch und Biene, egal. Es geht ums Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom hat über die letzten Jahrzehnte, zumindest bei Menschen, laufend abgenommen an Vielfalt. Also wir verlieren die Vielfalt im Darmmikrobiom. Und ich werde früher oder später diese Analysen auch auf die Biene übertragen und schauen, wie das dort ist. Einerseits im Darmmikrobiom, andererseits aber auch in dieser Vielfalt an Mikroorganismen in der Baumhöhle, die in meinen Augen ebenso zentral sind. Und hier auch das Thema natürlich von der Ernährung, das Thema von den Umweltgiften und hier vielleicht auch speziell die Pestizide, die immer wieder im Zentrum der Diskussion stehen für Bienenverluste. Die Pestizide, die töten nicht nur direkt Insekten, sondern die agieren eben auch insbesondere mit dem mit dem Darmmikrobiom, also mit den Bakterien im Darm. Und wenn sie indirekt den Bakterien im Darm gefährlich werden, dann haben sie auch direkt etwas mit der Gesundheit dieser Organismen zu tun. Dann gibt es die sogenannte Darm-Hirn-Achse im Bereich der Humanmedizin. Ich habe die Zahl nicht mehr gefunden, aber ich glaube, es sind zigtausend Studien, die dazu existieren. Also das Darmmikrobiom des Menschen hängt zusammen mit unserer Art und Weise, wie wir denken und fühlen, mit dem Hirn zusammen. Und ich glaube, auch das dürfte für die Biene ebenso relevant sein. Dann das Immunsystem haben wir schon erwähnt. Und was ich nicht vernachlässigen möchte, wir reden jetzt heute ein bisschen stark über Honig und Zucker, aber eigentlich ist natürlich Pollen auch eben, oder ist Pollen ist die Hauptquelle für die Proteine, essentielle Stoffe, Aminosäuren, Fette, Stärke, Sterole, Vitamine und Mineralien. Also ich glaube, das, was wir vorher gesehen haben im Honigfächer, ist ein Teil von der Ernährung, aber ohne zu sagen, dass es nicht sehr zentral ist, was in den Sachen Pollenvielfalt eben auch auf die Biene zukommt. Gut, jetzt gibt es natürlich, wenn wir über diese Stoffe reden, die wichtig sind für die Gesundheit von der Biene, gibt es natürlich nicht nur das, was gesammelt wird. Und das zeigt eigentlich Erler oder zeigen Erler und Moritz sehr schön in dieser Studie hier. Also im Feld draußen werden Stoffe gesammelt, Nektar, Pollen und Propolis. Diese Stoffe werden eingelagert, haltbar gemacht, werden der Brut verfüttert. Aber das ist nur die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die Biene über die Drüsen natürlich beliebig viele Stoffe oder diverse Stoffe selbst produzieren kann. Also über Wachs, über Bienengift, über Royal Jelly, verschiedene Stoffe, die hochgradig aktiv sind und super interessant. Und wir haben hier in der Studie eben verschiedene Stoffe, die da getestet wurden. Also hier beispielsweise Wachs. Und da hat man gesehen, dass eben Wachs eigentlich das Bakterienwachstum hemmt. Also all diese Stoffe haben irgendwelche wichtigen Aktivitäten, Aufgaben und können nicht einfach so vernachlässigt werden. Gut, und dann landen wir natürlich sehr schnell bei der Frage, ja, reicht denn überhaupt die natürliche Nahrungsversorgung? Und ich glaube, das Bild deutet es schon an, das ist zumindest mal eine Komponente, was wir in der Natur haben müssten und was die Biene in den letzten mehr als 30 Millionen Jahre eigentlich immer gehabt hat, ist eine Blütenvielfalt, ein Reichtum an unterschiedlichen Stoffen, die da über Nektar und Pollen eben ins Volk kommen und dort wirken können. Was wir heute haben, ist entweder das, was wir hier sehen, eine Trachtlücke, gemähte Felder, grüne Wüste, oder im Wonnemonat Mai, wenn alles blüht, ein gelbes Feld, wo nur noch Löwenzahn blüht. Also da haben wir dann die Nahrungseinfalt oder die Nahrungsarmut, beides, was wir mit in die Betrachtung mit hineinziehen müssen. Und die einen oder anderen haben vielleicht diese Folie hier schon gesehen. Wenn wir über die Tracht reden, können wir grob aufzeichnen, wie das in weiten Teilen von der Schweiz genau aussieht. Das ist diese gelbe Kurve hier.
Bitte nicht quantitativ verstehen, sondern qualitativ. Das ist ein grobes Abbild, wann mehr und weniger Tracht herrscht. Und wir reden ja über den Wonnemonat Mai. Der Wonnemonat Mai beginnt oft in der zweiten Aprilhälfte schon. Also hier eigentlich über den Wonnemonat beliebig gute Futterversorgung, sehr viel Nektar, sehr viel Pollen. Da geht es dem Bienenvolk eigentlich sehr gut. Und dann kommt die sogenannte Trachtlücke. Also hier verblühen die Felder, werden bemäht, es verblühen die Obstbäume und plötzlich herrscht eben aus Sicht der Bienen eine grüne Wüste, die es so eigentlich in der intakten Natur nicht geben sollte, nicht geben dürfte. Und dann geht es weiter über den Sommer. Wir haben hier irgendwie Juli, August. Und ich glaube, der treffende Begriff hier ist die sogenannte Leppertracht. Also es blüht schon was. Es kommt auch irgendwie Futter in den Bienenkasten hinein, aber eben halt auch begrenzt. Also nicht mehr so wie im Frühling. Und jetzt haben wir das Problem eigentlich von naturnah gehaltenen Bienenvölkern oder von Bienenvölkern in der Baumhöhle, die gänzlich natürlich sind. Die entwickeln sich hier sehr schön über den Wonnemonat Mai, schwärmen dann hier, kommen in den Schwarmtrieb, schwärmen aus. Und jetzt haben wir hier den Schwarm. Der Schwarm, der muss vollständig neu bauen, neues Habitat beziehen. Und wir haben das Muttervolk, das hat sehr viele Bienen verloren und muss sich eigentlich neu aufbauen. Und beide, der Schwarm und das Muttervolk, benötigen extrem viel Energie, um diese Phase eigentlich eben zu meistern. Und das ist genau die Phase, wo diese Trachtlücke herrscht. Also da kommt keine Energie in den Bienenkasten hinein. Und wir alle wissen, dass eben Bruttrieb, Bautrieb abhängig ist von der Nektarversorgung, insbesondere Nektarversorgung. Und wenn hier wenig Nektar fließt, dann wird halt eben der Bruttrieb zurückgefahren. Man stellt oder das Bienenvolk stellt irgendwie auf eine Art Überlebensmodus. Baut weniger, brütet weniger. Und ich habe das über Jahre immer und immer wieder versucht, ohne zu stimulieren, ohne zu füttern. Und ich kriege hier unter halbwegs natürlichen Bedingungen Maximum 10 Kilo Honig in den Bienenkasten. Also hier wird Futterreserve eingelagert. Ich bin hier beim Schwärmen vielleicht bei 10 Kilogramm Honig. Und also man muss sich das vorstellen, das ist eben nicht konventionell, also das ist keine Dadan und kein Schweizer Kasten, wo ich Honigräume aufsetze, sondern das sind fixe Beutenvolumina, da wird kein Honigraum aufgesetzt, da werden keine Brutnester ausgeweitet und eingeengt. Und das führt dazu, dass eben auch hier dieser Frühlingshonig in der Quantität eigentlich begrenzt ist. Und jetzt wird geschwärmt und das Muttervolk hier verliert die Bienen und findet sich dann in dieser Trachtlücke irgendwo im Juni nach der Brutpause mit rund 1 Kilogramm Honigreserve. Also das, die 10 Kilo hier, die eingelagert wurden, die werden eigentlich zurückgefressen. Und dann, was ist das Resultat? Ich habe hier hinten mickrige, kleine, schwache Völklein, die kaum Reserve haben. In der Regel überleben sie diesen schwierigen Zeitpunkt. Also ich habe selten Bienen verloren. Es ist nicht direkt tödlich, sie überleben das. Aber sie sind klein, sie sind schwach, sie haben keine Reserve mehr. Und wenn jetzt da im Sommer wieder ein bisschen was blüht, dann müssen sie ja zuerst wieder eben brüten. 21 Tage Brut, 21 Tage Innendienst. Das heißt, erst nach 40 Tagen fliegen die Bienen wieder raus, gehen wieder Nektar sammeln. Und dann landen wir da hinten und wir haben kaum Honig im Kasten. Und da hinten ist die Bienensaison abgeschlossen. Unter natürlichen Bedingungen im August, die Bienen können sich noch halten, aber kaum mehr wirklich Honigreserven aufbauen. Und das zeigt jetzt eigentlich das ganze Thema von der natürlichen Futterversorgung. Gut.
Jetzt die 3DBS-Imker-Methodik, die meisten dürfen die schon kennen. Das ist so das zentrale Teil in meinen Augen für alles, was irgendwie mit Bienenhaltung und Imkerei zu tun hat, weil wir halt sehr gut einordnen können, wie wir mit verschiedenen Methoden umgehen. Damit wir uns jetzt nicht da diese Tabelle antun müssen, habe ich sie ein bisschen anders aufgezogen und zeige sie nachher gleich. Aber nur hier zu Beginn, also hier oben seht ihr die verschiedenen Methoden, natürliche Bienenvölker, artgerechte Bienenerhaltung, naturnahe Bienenhaltung, extensive Honigimkerei und hier eben die intensive Honigimkerei. Und hier auf der linken Seite verschiedene Faktoren, die eben ausschlaggebend sind, ob wir eher auf der linken, natürlicheren Seite arbeiten oder ob wir eher auf der rechten, intensiveren Seite arbeiten. Und hier etwa in der Mitte findet ihr unter Haltungsbedingungen das Thema der Fütterung. Und die Fütterung ist natürlich extrem unterschiedlich, je nach diesen Haltungsbedingungen. Gut, schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Das sind nochmals die fünf verschiedenen Methoden, die wir mit der Imker-Methodik unterscheiden. Und hier so ganz grob dargestellt, wie das aussehen könnte. Also auf der linken Seite ganz klar der hohle Baum, Baumhöhle, Bienenvolk, das von selbst eingezogen ist. Da wird nicht behandelt, da wird nicht gefüttert, das lebt und wenn es nicht angepasst ist, stirbt es wieder. Dann verhältnismäßig natürlich ist die Zeidlerhöhle. Das ist wahrscheinlich im Moment das beste Habitat, das wir anbieten können. Das natürlichste Habitat und dann kommen verschiedene Varianten, die sich so irgendwo im Mittelfeld befinden, von der Klotzbeute, weißen Seifer, Hängekor, Terrakotta, die Swiss Trees in verschiedenen Varianten, hier eine modifizierte Varee, die nicht mehr mit Oberträgern arbeitet, sondern mit einem Kreuz für den natürlichen oder für den noch natürlicheren Naturwabenbau. Und dann haben wir auf der rechten Seite das, was ich als extensive Honigimkerei bezeichne. Hier eine modifizierte Dadan mit einem klimaoffenen Deckel. Und dann irgendwo die intensivere Geschichte, wo es dann eben eigentlich um Massentierhaltung geht und Honigproduktion, das, was wir intensive Honigproduktion oder Honigimkerei nennen. Gut, jetzt in Sachen Fütterung müssen wir eine Grenze ziehen und die ist genau hier, diese gestrichelte Linie. Wir haben auf der rechten Seite alles, was honigertragsorientiert ist und hier müssen wir, damit wir überhaupt Honig ernten können, hier müssen wir Honigräume aufsetzen. Ohne den Honigraum gibt es keinen Honig zu ernten. Also hier haben wir reichhaltigen Honigertrag in der Schweiz im Durchschnitt 20 Kilogramm Honig pro Bienenvolk. Aber das ist natürlich weder artgerecht noch nachhaltig. Deshalb nennen wir es auch intensiv oder hier extensiv. Und mit dem Aufsetzen von Honigräumen beeinflussen wir den Schwarmtrieb und das alleine zeigt, dass wir hier komplett die natürliche Selektion übersteuern und dass es eben keinesfalls naturnah oder ganz natürlich sein kann. Dann auf der linken Seite, wenn wir eben fixe Beutenvolumina haben, also wenn wir keine Honigräume aufsetzen und keine Bruträume erweitern und einengen, dann haben wir zwar einen völlig freien Schwarmtrieb, wir sind hier sehr naturnah oder ganz natürlich unterwegs, aber haben das den Nebeneffekt eigentlich des Hungers. Also wer das schon versucht hat, wird schnell sehen, dass wenn er nicht im optimalen Umfeld lebt, also wenn er nicht irgendwo in einem Umfeld lebt ohne Trachtlücke und wirklich gute Futterversorgung hat, dann wird er den Großteil der Bienen verlieren als an Hunger. Also hier verlieren wir nicht die Bienen an irgendwelchen Krankheiten oder an Varroas, sondern wir verlieren sie in erster Linie an dieser Hungerproblematik. Und das führt uns natürlich jetzt zu einem Dilemma. Wie gehen wir damit um? Wir möchten einerseits diese Bienen naturnah halten, aber wissen auch, dass wir verhältnismäßig viele Bienen an Hunger verlieren, wenn wir sie nicht füttern.
Und genau, ich möchte jetzt in den nächsten Foren zeigen, wie wir mit diesem Dilemma umgehen können und beziehungsweise was unsere Vorschläge sind, wie wir mit diesem Dilemma umgehen. Gut, das ist das, was kommt. Wie füttern wir, wenn wir wissen, dass wir die Gefahr laufen, eben Bienen zu verlieren? Und ich möchte zuerst mal die Frage noch angehen, füttern wir flüssig oder füttern wir fest? Das ist auch immer wieder eine Frage, die auf mich zukommt. Und das hier sind meine Erfahrungen. Ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich flüssig oder fest füttere, weil die Flüssigfütterung mit Sirup, die stimuliert die Bienen zum Bauen und Brüten. Das ist das, was ich vorher kurz angetönt habe. Der Bautrieb und der Bruttrieb, der wird stimuliert durch den Nektarfluss. Und mit dieser Sirupfütterung simuliere ich eigentlich den Nektarfluss und stimuliere natürlich die Bienen zum Bauen und zum Brüten. Also ist ganz klar, wenn ich füttere, dann beeinflusse ich die Bienen, egal was ich füttere. Also wir kommen da nicht um dieses Thema herum. Wir beeinflussen, wenn wir beginnen zu füttern. Gut, jetzt beim Futterteig, das ist eine andere Geschichte, auch interessant, aber eben nach meiner Erfahrung nicht stimulierend und wird nicht eingelagert als Reserve. Ich habe das mehrfach versucht, Futterteig über die ganze Saison anzubieten und zu schauen, ob ich dann irgendwie auf die Flüssigfütterung verzichten kann. Das war ganz klar nicht der Fall. Also meine Bienen sind ähnlich oder waren ähnlich stark vom Hunger betroffen, auch wenn sie die ganze Bienensaison über Futterteig aufgesetzt hatten. Und hier unterscheide ich jetzt, der Futterteig, der ist in meinen Augen eine Art Zusatzreserve. Wenn ihr seht, dass die Bienen zu wenig Futter haben beim Auswintern, also so Thema Februar, März, die Bienen sind schon im Brut, brauchen enorm viel Energie, um in den kalten Nächten die Brut warm zu halten. Und wenn ihr da merkt, ups, dass die Futterreserven gehen zu Ende, dann könnt ihr in diesen kalten Tagen und Nächten könnt ihr nicht flüssig füttern, sondern braucht halt eben eine Art von Futterteig und könnt damit Bienenvölker vor dem Hungertod retten. Also das eignet sich gut als Zusatzreserve, optimal eigentlich nach dem Winter und kann auch bei verhältnismäßig großer Kälte eingesetzt werden. Die Bienen haben da immer mal zwischendurch einen Moment tagsüber, wo es ein bisschen wärmer ist, wo sie an den Futterteig rankommen. Gut, dann sind wir natürlich schnell mal bei den Produkten. Also welche Produkte bieten sich an? Und ich habe das mittlerweile auf diese zwei Produkte eingeschränkt. Die anderen interessieren mich wenig und ich sage gleich auch warum. Also einerseits mal dieser Futterteig. Ich glaube, das hochwertigste Futterprodukt, das wir im Moment in der Schweiz kriegen, ist dieses Castaflor von Bienenmeier. Das ist eine Mischung aus Honig und Zucker, ist natürlich verhältnismäßig teuer, weil da echter Honig drin ist, aber ist auch in meinen Augen das beste Produkt, was wir überhaupt als Futterteig anbieten können. Wir haben bei den Sirups eigentlich den invertierten Zucker und wie wir eingangs gesehen haben bei der Studie, wenn wir diesen Zucker invertieren und zwar enzymatisch invertieren, dann leben diese Arbeiterinnen oder ganz allgemein die Bienen, die leben bedeutend länger, immer noch weniger lang, also wenn sie natürlich über Honig ernährt werden, aber sie leben bedeutend länger beim enzymatisch invertierten Zuckersirup. Das ist der Grund, warum ich auf diesen Ostettler Bio-Sirup gekommen bin. Und ich lege Wert auf dieses Bio-Label hier, und zwar nicht einfach, weil es natürlich sinnvoll ist, weil hier die Bio-Variante mit weniger Giften auskommt, sondern weil dieser Bio-Sirup enzymatisch invertiert ist. Meines Wissens das einzige Produkt in der Schweiz, das enzymatisch invertiert wird, und deshalb lege ich Wert auf diese Bio-Variante des Hostetler Zuckersirups.
Gut. Jetzt kommt natürlich auch immer die Frage, ja, warum füttere ich denn nicht Honig? Und natürlich, diese Frage hat mich auch jahrelang beschäftigt, aber ich bin davon weggekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es irgendwie in meinen Augen keinen Sinn macht. Es kann einfach fast nicht sein, dass ich mit irgendwelchen Bienenvölkern intensiv arbeiten muss, um Honig zu produzieren, die ich dann irgendwelchen vermeintlich naturnah gehaltenen Völkern zurückfüttern kann. Das erscheint mir irgendwie absurd und deshalb habe ich das gestoppt und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn wir da Honige verfüttern, dass wir keine Krankheiten weiter verbreiten, Krankheiten übertragen. Also so oder so wird natürlich nur Honig gefüttert von die von Betrieben produziert wurden, wo man ganz genau weiß, dass keine Faul- und keine Sauerbrut ausgebrochen sind und dass diese Betriebe eben ein paar Jahre frei waren von Brutkrankheiten. Gut, es gibt noch ein zweites kleines Thema. Wenn wir Honig als Sirup füttern wollen, also eben wieder flüssig, dann müssen wir ihn vermischen mit Wasser. Einerseits ist mal dieses Vermischen mit Wasser nicht ganz so einfach. Erwärmen wollen und dürfen wir nicht, sonst zerstören wir schnell wichtige Enzyme. Und Honig mit kaltem Wasser zu vermischen, ist nicht ganz einfach. Also ich habe da verschiedene Versuche gemacht, habe auch zwei, drei Mixer irgendwo verbrannt. Also ihr könnt das gerne versuchen, aber ist nicht ganz einfach. Und es gibt eben das Thema von der Fermentierung. Wenn ihr dann die Bienen füttert mit diesem Honig und Wasser, das vermischt wurde, dann läuft ihr die Gefahr, dass ihr bereits nach ein, zwei Tagen fermentierten Honig haben. Und das ist ja auch nicht wieder, was ihr den Bienen verfüttern wollt. Gut, Zuckerfüttern haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Natürlich, ich füttere Zucker, ich füttere diesen Hostetler Spezialzucker, wie gesagt, enzymatisch invertiert, weil ich glaube, das ist das Produkt, das am wenigsten Nebenwirkungen mit sich bringt. Aber was wir auch immer tun, wir zeugen unerwünschte Nebeneffekte, wenn wir Zucker füttern. Und was auch immer wir füttern, egal ob wir Honig füttern, egal ob wir Zucker füttern, egal ob wir irgendwie einen Futterteig geben, was auch immer wir machen, wir greifen in die natürliche Selektion ein. Und das dürfen wir einfach auch nicht vergessen. Also wir übersteuern die natürliche Selektion, wir setzen Impulse, das Bienenvolk lernt von uns, es passt sich an unsere Futtergaben an und das ist einfach auch nicht nachhaltig. Ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Ich füttere auch zwischendurch gewisse Bienenvölker. Aber es muss uns bewusst sein, dass das nicht viel mit Natur zu tun hat und dass wir da eigentlich die falschen Impulse setzen und eben die Anpassungsfähigkeit der Bienenvölker an ihre Natur verhindern. Und ich habe vorher gesagt, es gibt diese Trachtlücke, viele Bienenvölker in der Natur verhungern. Das ist so, aber was auch definitiv Fakt ist, ist, dass es immer wieder Bienenvölker gibt, die auch mit schwierigen Bedingungen umgehen können und trotzdem überleben. Also die Bienenvölker, die können sich an schlechte Trachtverhältnisse anpassen. Und das ist eigentlich der Weg, den ich gerne gehen möchte. Wir brauchen angepasste Bienenvölker, die mit unserer aktuellen Natur umgehen können, auch wenn vielleicht nicht alles ganz so ist, wie wir es uns wünschen würden. Gut, jetzt nochmals zurück zu dieser Imkermethodik. Linke, rechte Seite. Ich rate auf der rechten Seite die Konzepte oder Futterfütterungskonzepte der konventionellen Honigimkerei zu Rate zu ziehen. Das können die konventionellen Imker besser. Habt ihr vielleicht selbst mehr Erfahrung als ich? Und hier jetzt auf der linken Seite eben für naturnahe Bienenhaltung eher auf die Konzepte von Free the Bees zu gehen. Und ich möchte jetzt zeigen, wie ich ganz konkret mit dem Thema umgegangen bin in den letzten Jahren. Also ich habe da auch viele Jahre Versuche gemacht und was ich jetzt als Essenz hier rausgezogen habe, ist eigentlich das hier.
So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, an dieser Stelle ist der offizielle Vortrag leider unterbrochen worden, zumindest die Aufzeichnung von diesem Vortrag. Das ist der Grund, warum es hier ein bisschen komisch aussieht. Wir machen einen Schnitt und zeichnen das im Nachhinein, ja, Nachhinein mit etwas Abstand nochmals auf, was eben fehlt auf der Aufzeichnung. Gut, wir haben hier gestoppt und ich möchte hier weitermachen. Ihr seht hier exakt, was ich eigentlich über die letzten Jahre praktiziert habe unter Bedingungen der naturnahen Bienenhaltung in Sachen Fütterung. Und zwar habe ich hier zu Beginn des Jahres im Frühling, wenn notwendig, die Reserven der Honigbienen abgesichert. Also meine Bienenvölker, ich wiege die dann jeweils und schaue, ob die genügend Futter noch haben. Wie ihr alle wisst, ist der Frühling extrem energiezehrend. März, Februar auch schon, sind teilweise die Tage und vor allem auch die Nächte super kalt. Es herrscht schon Brut, es gibt schon Brut in den Bienenvölkern und die Brut wird auf 35, 36 Grad gewärmt und das heißt natürlich, die Bienen brauchen einen enormen Nahrungsvorrat, damit sie überhaupt diese Leistung vollbringen können. Hier gehen oft die Reserven aus, wenn die Bienenvölker halt eben zu wenige Reserven einlagern konnten. Und was ich hier mache, ist, wenn ich sehe, dass ich die Bienen verliere, dann sichere ich die Reserven ab. Und zwar, wie wir schon gesehen haben, eben mit Castaflor als Beispiel, einem Futterteig. Gut, und dann so in etwa, man sagt in etwa Mitte April, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich nach Jahr, nach meteorologischen Bedingungen, nach der Region, wo ihr genau eure Bienen hält. Aber in etwa ab Mitte April können sich die Bienen in der Regel von selbst über Wasser halten und finden genügend Nahrung in der Natur. Vielleicht können sie noch nicht unbedingt Honigvorrat einlagern, aber in der Regel verhungern sie hier nicht mehr. Gut, und dann haben wir die Haupttracht, die ist völlig unkritisch, da herrscht wirklich Überfluss in der Natur, die Bienen finden mehr als genügend und sie sind in der Lage, Honig einzulagern, wie ich schon erklärt habe, in der Regel unter naturnahen Bedingungen, also ohne Aufsetzen von einem Honigraum, nicht mehr als 10 Kilogramm, aber immerhin, hier funktioniert alles sehr gut. Und jetzt haben wir den Schwarmtrieb, unser Muttervolk schwärmt, verliert sehr viele Bienen, muss sich neu aufbauen. Der Schwarm, der zieht in ein neues Nest ein, neues Habitat, muss komplett neu bauen in der Regel. Also neu bauen, neu brüten, Reserven einlagern, Honig, Pollen, alles was dazugehört. Und das eben, wie auch schon gesagt, eben just in dieser Trachtlücke. Diese Schwarmzeit wäre extrem energieraubend, energiezehrend. Und genau in dieser Schwarmzeit fehlt eigentlich die Nahrungsversorgung. Und wir haben es mit der sogenannten Trachtlücke zu tun. Und hier, ich habe das über viele Jahre immer und immer wieder versucht. Ich schaffe es kaum, dass Bienen dann wirklich gut über den Winter kommen. Es gibt immer das eine oder andere Volk, das es trotzdem schafft. Und hier auch eben die große Chance, die wir haben, rund um die natürliche Selektion. Aber viele Völker schaffen das nicht. Und wenn ihr keine großen Verluste einfahren wollt, dann müsst ihr irgendwo füttern. Und wenn ihr erst da hinten füttert, dann habt ihr das Problem halt eben von kleinen, schwachen, kränkelnden vielleicht nicht, aber kleinen, schwachen Völklein mit ziemlicher Sicherheit. Und wenn ihr hier dann zu füttern beginnt, können sich diese Völker oft nicht wehren und werden dann eben auch noch ausgeräubert von umliegenden Bienenvölkern. Also das ist immer mit viel Stress und weiteren Verlusten verbunden. Und deshalb habe ich gestartet, eben hier direkt nach dem Schwarm direkt zu füttern. Und zwar in der Regel eben das Muttervolk, das eben viele Bienen verloren hat. Und auch den Schwarm, der halt eben ganz von neu starten muss und nur begrenzt Zeit und Nektar aus der Natur hat, um überhaupt genügend Futter für den nächsten Winter vorbereiten oder einlagern zu können.
Und hier arbeite ich mit Flüssigfutter. Ich will ja, dass die Bienen eben das Futter einlagern. Ich will natürlich auch, dass die Bienen das Gefühl haben, es kommt dann Nektar rein. Das stimuliert ja bekanntlich den Bautrieb, stimuliert den Bruttrieb und hier scheint mir die Flüssigfütterung optimal. Ich habe das versucht mit fester Fütterung, es funktioniert nicht. Die Bienen haben genauso das Hungerproblem hier hinten, also füttere ich flüssig. Ich füttere in Kleinmengen, ich füttere eigentlich diesen Invertzucker, den ich schon erklärt habe. Mit dem Hintergrund, dass dieser Invertzucker, also dieser enzymatisch invertierte Zucker, eben die Bienen weniger belastet, dass sie das trotzdem einlagern können. Und was schön ist, ist, dass die Bienen, wenn sie eine bessere Nahrung finden, wenn genügend Nektar vorherrscht, wenn genügend Bienen da sind, die überhaupt Nektar sammeln können, dann konzentrieren sich die Bienen hier eigentlich auf den Nektar und lassen einen Invertzucker stehen, was eben insgesamt eigentlich ziemlich positiv sich auswirkt. Das heißt, ich kriege eine ganz automatisch produzierte Mischung. Wenn Nektar da ist, wird Nektar reingeholt. Wenn die Bienen das Gefühl haben, es sei zu wenig Nektar da, sie bräuchten mehr, oder auch wenn wir längere Perioden haben, schlechtes Wetter, kalt, nass, dann wird natürlich der Zucker geholt und das gibt insgesamt eine Mischung. Das heißt, diese Futterreserve für den nächsten Winter ist automatisch schon gemischt, besteht also nicht nur aus Zucker, sondern besteht aus einem Nektar-Zucker-Gemisch. Und die Bienen können sich gut entwickeln und wir haben schöne, starke Völker. Und dieses Füttern hier, das führe ich genau so lange weiter, bis ich irgendwo hier im Juli das Gefühl habe, jetzt geht es von selbst, jetzt können sich die Bienen eben selbstständig über Wasser halten und schaffen den Rest vom Jahr mit den eigenen Reserven, können vielleicht eben das eine oder andere Kilogramm Honig hier noch zusammensuchen, das ihnen vielleicht noch fehlt nach meiner Fütterung. Und das ist ein bisschen Erfahrungssache. Also hier müsst ihr testen in euren Bienen, in eurer Umgebung, wie lange müsst ihr hier füttern. Und es ist auch jedes Jahr anders. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und Verständnis halt für die Bienen und was hier hinten in der Natur noch so genau passieren könnte. Okay, und ich glaube, ich habe es schon grob jetzt zusammengefasst. Was sind die Hauptvorteile von dieser Art von Fütterung? In meinen Augen haben wir insgesamt bedeutend mehr Nektar und mehr Pollen im Bienenvolk, weil wir haben ja ein Stück weit stimuliert, natürlich mit Zucker, nicht natürlich, bin ich bei euch. Aber durch die Stimulation haben wir mehr Bautrieb, wir haben mehr Bruttrieb, wir haben mehr Bienen, da wird mehr Nektar eingetragen. Also insgesamt haben wir eine positive Nektarbilanz, mehr Pollen und mehr Nektar, was sich eben insgesamt in meinen Augen gut auswirkt. Wie auch schon gesagt, wir haben gemischte Futterreserven, also wir müssen nicht jetzt Ende Jahr mit Zucker auffüttern und dann überwintern die Bienen zu großen Teilen eigentlich eben auf Zucker. Das ist in meinen Augen unschön. Und wir müssen auch dieses Futtergemisch nicht von Hand irgendwie anrühren, aufwendig irgendwie produzieren. Die Bienen machen das ganz von selbst. Und wir haben eben Ende Jahr, Ende Sommer keinen Stress bei der Fütterung, keinen Stress mit der Räuberei, was wiederum insgesamt positiv ist. Ihr verliert hier weniger Bienenvölker, ihr schlaft bedeutend ruhiger, habt weniger Stress und könnt euch auf andere Dinge konzentrieren. Gut, das sind jetzt natürlich vorübergehende Lösungen, also nicht die Lösung. Wir beeinflussen hier die Natur und natürlich müssen wir längerfristig betrachtet und das ist keine Frage. Wir müssen die Natur aufwerten. Und wieder hier über diese Grafik erklärt, also mit der ganzen Trachtlage. Wir haben hier vorne ganz klar ein Problem. Wenn man beispielsweise in die Voralpen geht, dann blühen hier im Frühling bereits die Krokusse in großen Mengen und da wird bereits eben auch Honig oder Nektar eingetragen von den Bienen.
Dann haben wir diese Trachtlücke, die wir alle kennen, in vielen Gebieten von der Schweiz. Und das müsste und dürfte eigentlich nicht sein. Und nachher kann man eigentlich auch grob sagen, über den ganzen Sommer gibt es Bedarf an Blütenpflanzen, an Nektarversorgung. Und dann insbesondere auch hinten hinaus, also bis hin zu Pflanzen, die dann eben auch beispielsweise die ersten Frostnächte überstehen. Und da kann man sehr viel tun. Die Gründe kennen wir, glaube ich, alle. Das ist hauptsächlich natürlich die intensive Landwirtschaft, die verantwortlich ist, dass wir so komische Trachtbedingungen haben. Und wie man das lösen kann, das sieht man sehr gut hier. Das gibt diesen Trachtpflanzenkalender, kann man downloaden, findet man verlinkt über unsere Webseite. Und da sieht man dann sehr schön, welche Pflanzen in welchen Monaten wie viel Pollen oder wie viel Nektar abgeben. Und das ist extrem hilfreich und da kann man ganz gezielt eben dann wirklich pflanzen. Dass sich das Pflanzen eben lohnt, das haben wir bereits bewiesen. Und ich zeige hierzu das Beispiel unserer Baschkiren im Ural in Russland, weil das ist super spannend. Ich habe ja mehrfach gesagt, dass eben in der Schweiz, in vielen Teilen der Schweiz, Bienen unter natürlichen Bedingungen oft verhungern und nicht genügend Futter zusammenbringen, um den eigenen Winter überleben zu können. Und hier haben wir jetzt das beste Beispiel, dass es eben grundsätzlich geht, wenn die Natur intakt ist, wenn es den Bienen gut geht. Und wir sind hier in Baschkirien und ein Zeidler in Baschkirien erntet bis zu 20 Kilogramm Honig aus einem Zeidlerbaum. Also man stelle sich das vor, ein fixes Beutenvolumen ohne Ausweitung des Volumens mittels Honigraum, ohne Einengen und Ausweiten von Brutnestern. 20 Kilo Überschuss, weil die Bienen überwintern auf dem eigenen Honig. Und das ist einfach wirklich erstaunlich mit dem, was wir hier in der Schweiz sehen. Und es zeigt, dass es eben geht, wenn die Natur intakt ist. Und wir haben nach Gründen gesucht. Was sind die Gründe für die großen Unterschiede? Und ich glaube, einer der Hauptgründe hier sind die natürlichen Lindenbestände in den Wäldern. Es gibt dort riesige Lindenwälder und wie wir alle wissen, die Linde, die blüht zu einem Zeitpunkt, wo eben sonst nicht so viel blüht, teilweise in dieser Trachtlücke eben. Und da gibt es wahrscheinlich zig andere Gründe, warum die Baschkiren auf so viel Honigertrag kommen. Wahrscheinlich hängt das auch mit der Dichte des Waldes zusammen, Bodenbepflanzung, unterschiedliche Baumarten, unterschiedliche Blütenpflanzen. Sicherlich vielfältige Gründe, aber es ist für mich das beste Beispiel, das zeigt, dass es eben geht und dass wir hier gut tun würden, diese Vielfalt und dieses Habitat für die Bienen und natürlich auch für alle anderen Insekten eben wieder aufzubauen und unsere Landschaft zu optimieren. Gut, was ich auch nicht unterschlagen möchte in diesem Zusammenhang der Fütterung, was ihr höchstwahrscheinlich alle schon gehört habt, ist das Thema eben der Habitatsgüte. Und wie wir alle wissen, ist eben das Habitat verantwortlich, oder das Habitat hat eine Güte und es kann eben besser isoliert sein, es kann schwächer isoliert sein. Und es kann trocken sein oder es kann feucht sein in diesem Habitat. Und das sind Faktoren, die wichtig sind eben auch für die Futterversorgung. Und wie wir sehen mit den aktuellen Daten, wir sehen das in einer konventionellen Beute hier beispielsweise angedeutet unter der Wärmebildkamera. Halt einfach sehr viel Energie verschwendet wird. Das Bienenvolk hier drin, das heizt, die Beute ist schwach bis gar nicht isoliert. Das Bienenvolk braucht sehr viel Heizleistung, das heißt sehr viel Honig. Und hier sehen wir dann die Gegenbeispiele. Wir sehen hier ein Baumhöhlenimitat, wir sehen hier
den Strohkorb, und die verlieren beide sehr wenig Energie, ein bisschen um dieses Flugloch herum, aber sehr viel weniger, als wir das hier sehen in einer konventionellen Beute. Und das zeigt, dass es nicht eben, also die Zahlen mit, wo man genau wiegt und schaut, wie viel Futter wird da verbraucht, die zeigen, dass es eben nicht nur einfach ein paar kleine Prozentsätze sind, sondern es sind Faktoren. Also wir gehen davon aus, dass ein Bienenvolk in der Natur in einer guten Baumhöhle mit 2, 3, 4 Kilogramm Honig über den Winter kommt und eben in einer konventionellen Beute sind es dann halt eben 15 Kilogramm und mehr. Und das sind einfach Faktoren und das bedeutet natürlich auch, wir haben größere Bienenvölker, die müssen extrem stark arbeiten, dass sie überhaupt in der Lage sind, den Winter zu überleben. Und genau, nachher hängen natürlich noch andere Faktoren mit drin, mit der ganzen Feuchtigkeit, mit der Schimmelbildung und so weiter und so fort. Auf das möchte ich heute hier nicht spezifisch eingehen. Gut, das war's soweit gewesen mit dem Hauptteil in Sachen Fütterung. Ich hoffe, das hat mal grundsätzlich ein paar Dinge geklärt, zumindest meine Betrachtungsweise und mein Ansatz. Jetzt noch ganz kurz ein paar Worte zu Free the Bees. Free the Bees, ihr kennt uns schon, das ist der Vorstand, André Dünas Präsident, Thomas Fabian, die finanzielle Führung, Anstud Russ als Vizepräsident. Ich bin der Geschäftsleiter von der Organisation, ursprünglich mal Gründer. Thomas Fabian gehörte auch zu den Gründern seit Anfang dabei. Und unser wissenschaftlicher Beirat, der hat sich eigentlich ganz von alleine formiert. Wir hatten plötzlich unter den Mitgliedern Wissenschaftler und ich habe dann mal angefragt, ob wir sie nicht als wissenschaftlichen Beirat formieren dürfen können. Und wie ihr hier auch seht, also ein extrem diverser wissenschaftlicher Beirat von Virologen über den Paläontologen, Biologen sowieso. Forstwissenschaftler bis zum Ökonom, und super spannend, weil wir eben den Anspruch haben, auch die Honigbiene fachübergreifend zu betrachten, fachübergreifend, möglichst objektiv die Honigbiene mit allem, was von ihr beeinflusst wird und mit allem, was die Honigbiene selbst von außen beeinflusst. Und das hier sind unsere Lösungsansätze mit Free the Bees. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass die Honigbiene zurück in die Natur muss, weil sie eben nur unter natürlichen Bedingungen überhaupt in der Lage ist, sich anpassen zu können. Sie muss sich an ihre Natur anpassen, sie kann sich an ihre Natur anpassen, sie kann sich sogar sehr, sehr schnell an ihre Natur anpassen. Aber das müssen wir zulassen, und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir eben angepasste Bienen erhalten und auch Bienen, die sich an zukünftige Umweltveränderungen anpassen können. Stichwort Klimawandel, völlig egal in diesem Zusammenhang, ob der Mensch gemacht ist oder nicht. Das Klima wandelt sich, es hat sich seit jeher gewandelt. Die Honigbiene hat seit mehr als 30 Millionen Jahren bewiesen, dass sie sich an solche Wandel anpassen kann. Und das kann sie auch heute noch. Und das müssen wir zulassen unter natürlichen Bedingungen. Dann die Imkerei, die wir gerne auf Nachhaltigkeit trimmen würden und da auch schon sehr aktiv dran sind. Und zwar, indem wir eben Imkerinnen und Imker schulen, sensibilisieren, auch die breite Gemeinschaft eben schulen und aufzeigen, dass man auch Honig erzeugen könnte unter nachhaltigeren Bedingungen und dass es vor allem eigentlich eben gar nicht um den Honig geht, sondern es geht um die Aufrechterhaltung der Bestäubungsleistung und diese Bestäubungsleistung könnte man eben sehr viel naturnäher und verantwortungsvoller, eigentlich verantwortungsbewusster zur Verfügung stellen. Also muss sich die ganze Imkerei transformieren, weil die Imkerei heute eigentlich, ein bisschen böse gesagt, das falsche Produkt produziert und das auf eine höchst intensive Art und Weise.
Und dann wissen wir natürlich eben, wie auch jetzt mit diesem Vortrag aufgezeigt, oder, dass die Biene nicht mehr überall in der Schweiz einfach so in der Natur überleben kann. Und dort ist ganz klar, müssen wir über Lebensraumaufwertungen nachdenken, machen wir ebenfalls bereits. Ich verweise da insbesondere auf unser Baumhöhlenprojekt. Der Biene fehlt ja als einer der Hauptgründe eben das Habitat, und wir geben ihr mit den Baumhöhlen das Habitat zurück. Aber hier ist auch extrem wichtig, dass wir eben diese Blütenvielfalt optimieren, dass wir eine ausgeglichene Trachtversorgung über die ganze Bienensaison kriegen, über das ganze Jahr. Und hier werden weitere Produkte unsererseits folgen, in der Zukunft. Da denken wir bereits voraus. Und dann gibt es den dritten Punkt, kennen wir bereits alle, Umweltbelastungen, Umweltgifte verringern. Da sind wir jetzt noch nicht wirklich aktiv dran, ist ein bisschen ein größeres Thema. Da gibt es andere Organisationen, die das schon sehr gut tun, ist im Moment nicht unser Hauptfokus, aber mal schauen, was da in Zukunft noch so alles kommen könnte und kommen dürfte. Gut, so, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für das Interesse, für die Zeit. Ich habe schon mehrfach mit einem ähnlichen Bild geschlossen und mit einer ähnlichen Analogie. Wir haben als Gesellschaft sehr komplexe, sehr große Herausforderungen. Ich glaube, da widerspricht mir niemand. Und ich weiß und bin absolut überzeugt, dass wir die alle lösen können. Ich sehe keine einzige Herausforderung, die nicht lösbar wäre, aber ich glaube, wir können sie nur lösen, in der Gemeinschaft. Wir müssen zusammenarbeiten und das schönste und beste Bild, das ich gesehen habe, wie man kollaboriert, echt, wahrhaftig kollaboriert, ist eigentlich das Bienenvolk. Eine einzelne Biene ist nur begrenzt überhaupt überlebensfähig. Das ganze Volk hat eigentlich das ewige Leben inkarniert, muss theoretisch nie sterben, kann sich ständig verjüngen. Und das ist in meinen Augen ausschließlich möglich, weil eben jede Honigbiene und jedes Bienchen hier, jede Arbeiterin insbesondere, ihr eigenes Ego ein Stück weit zur Seite stellt und eigentlich ihre ganze Schöpfens- und Lebenskraft eben dem Volk unterstellt und dem Volk zu dem Gesamtvolk zur Verfügung stellt. Das ist für mich die Analogie, wie wir zusammenarbeiten sollten, und wie wir eben auch die Herausforderungen unserer Zeit wirklich gemeinsam lösen können. Gut, und vielen herzlichen Dank. Machen Sie mit, oder macht bitte mit, entweder tagkräftig, werdet Teil unserer Bewegung oder unterstützt auch ganz einfach finanziell. Wir reichen jegliche Spenden mit sehr viel ehrenamtlicher Kraft an und wir haben die Konzepte und sind fleißig und stets dran, eben hier Kraft auf den Boden zu bringen und Projekte umzusetzen, die der Biene und der Natur und im Endeffekt natürlich auch den Menschen zugutekommen. Gut, vielen Dank. Hier stoppt diese Zwischenaufzeichnung. Danach kommt wieder ein Stück vom ursprünglichen Vortrag, der das wieder aufgezeichnet ist. Es kommen noch ein paar Fragen und Antworten. Das wird wieder hineingeschnitten und ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis bald. Mittlerweile habe ich das ziemlich gut im Gespür. Also ich weiß so ganz grob, wann ich füttern muss, so wie ich füttern muss. Jetzt dieses Jahr war speziell günstig. Ich hatte kaum eine Trachtlücke bei mir. Und die Schwärme, die ich einlogiert habe oder die eingezogen sind, die haben sich dermaßen gut von selbst entwickelt. Also dieses Jahr habe ich kein Gramm Zucker gefüttert und ich glaube, die haben eine Chance, über den Winter zu kommen. Und ich glaube, du musst einfach Versuche machen, oder? Versuche ohne Fütterung, Versuche mit Fütterung, weil das muss bei dir, in deiner Umgebung muss das irgendwie stimmen, oder? Und dann gibt es, wie gesagt, es gibt immer wieder mal Völker, die brauchen enorm viel Honig auch über den Winter. Die haben einfach einen viel stärkeren Verbrauch. Dann gibt es Völker, die kommen mit fast keinem Honig über den Winter.
Ja, ist sehr individuell. Aber Danke, merci. ich bin ein Freund von Experimenten. Also ich habe auch schon gesagt, glaubt niemandem nichts, auch mir nicht. Und am wenigsten traut am wenigsten euch selber. Experimentiert, also testet das, schaut, ob das stimmt, was ich sage, ob das auch bei euch sich so verhält. Und das heißt natürlich auch, dass ihr auch akzeptieren müsst, dass bei den Experimenten von Zeit zu Zeit halt eben mal ein Volk eingeht. Ich glaube, das gehört dazu. Und das ist natürliche Selektion. Also wenn ihr Völker habt ohne Fütterung und die eingehen, das hat die Natur über mehr als 30 Millionen Jahre so gemacht. Die Natur macht das in allen Bereichen. Was angepasst ist, vermehrt sich weiter. Was nicht angepasst ist, geht ein. Also wir müssen als Gesellschaft auch lernen, halt eben, ja, dass Verluste nichts Negatives sind. Wir werden als Imker immer und immer wieder angegriffen und belächelt, wenn wir Verluste haben. Verluste sind Fortschritt auf dem Pfad der natürlichen Evolution. Aber noch eine Frage. Sind Sie bei der konventionellen Bienenhaltung? Sollte man ja grundsätzlich, ich weiß nicht mehr, 2, 3 Wochen warten, nachdem man das man gefüttert hat. Sind Sie sicher, dass Sie bei Ihnen, wenn Sie füttern, dass nachher kein Zuckerwasser im Honig ist? Sind Sie da sicher? Ich bin vielleicht der Falsche, um da große Theorien in der konventionellen Honigimkerei zu schwingen. Aber ich habe ja auch immer ein paar Dadangs, die ich extensiv betreibe, mit denen ich Honig produziere, völlig unbehandelt mit der Methode von Dr. Büchler, der kompletten Brutentnahme. Und ich wäre nicht sicher. Ich glaube nicht, dass man garantieren kann, dass nicht irgendwie dann doch Zucker im Honig landet. Aber man kann es natürlich ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter machen und da landet vielleicht ein bisschen mehr oder weniger da drin. Aber ganz sicher sein kann man in meinen Augen nicht. Und dann gibt es ja immer auch noch die anderen Probleme. Also wer sagt denn, dass nicht irgendwie ein Imker seine schwachen Völker füttert in der Umgebung, die ausgeräubert werden und dann hast du den Zucker vom Nachbarimker im Honig. Also ich glaube nicht, dass wir da zu 100% sicher sein können. Jawohl. Ja, vorläufig. Mal gut, merci. Danke. Ja, ich hätte auch noch gerade was zu sagen. Also ich bin froh, hast du jetzt gerade gesagt, dass dieses Jahr ein gutes Jahr war, weil ich habe ja jetzt dieses Jahr angefangen mit 3 Völkern. 2 habe ich gekauft, ein wirklich kleines, etwas mittleres und ein großes habe ich jetzt. Und beim großen, also es sind alle in neue Warebeuten reingekommen. Das heißt, sie mussten alles von Grund auf bauen. Und zum Glück war es ein super Frühling. Also sie hatten wirklich genug Nahrung, waren fleißig. Und ja, ich habe jetzt nicht gefüttert, logischerweise, weil ich dachte eben bei dem Frühling, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich habe die ja nicht freistehen, das heißt, ich habe zusätzlich ein Haus gebaut, wo die drinstehen, was ich dann im Winter dann auch noch mit Stroh und Heu aus. Polstere für die Dämmung, auch für die Isolation und hoffe, dass sie dann eben kaum Honig brauchen. Und ich werde dann erst dann eben im Frühling ein Fazit machen, wie viel Honig da übrig geblieben ist und auch je nach Frühling, das dann halt ist, entscheiden, ob ich dann auch mal jetzt was entnehmen werde. Also diese lasse ich jetzt einfach machen auch. Eben, wie du auch gesagt hast, je nach Region, die muss ich jetzt auch mal mit den Bienen abtasten sozusagen und schauen, was sie an Futter bekommen. Und ja, bin gespannt auf jeden Fall jetzt der Winter dann, was da kommt. Super, sehr gut. Ja, eben einfach experimentieren und danach weißt du mehr, akzeptieren, dass es ein paar Jahre dauert, bis du den Überblick hast, was bei dir genau abgeht, wie gut sie dort überleben können.
Und wir wissen ja auch, dass eben in den Voralpen die Bedingungen besser sind. Wir wissen, dass in den Städten die Bedingungen besser sind. Vielleicht habt ihr das Glück, irgendwo in der Nähe von einem Naturschutzgebiet zu sein. Aber Naturschutzgebiet, da kommt dann sofort wieder das Thema halt von der Konkurrenzsituation zu den Wildbienen. Also da wollen wir eigentlich keine Bienenstände. Wenn schon, dann ein völlig natürliches Volk in einer Baumhöhle, das nicht gefüttert und nicht einlogiert wird, das passt dann da rein, aber eben eigentlich kein Bienenstand. Okay, noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Hallo André. Hallo Ich Roman. komme ursprünglich auch aus der Schweiz, lebe aber in Schottland. Hier sind die Bedingungen natürlich ein bisschen extremer für die Bienen, viel kälter. Ich wollte sowas schon lange mal ausprobieren, habe mich bis jetzt aber nie gewagt, unter anderem wegen den sehr kalten, nassen Frühlingen. Was ich eigentlich fragen wollte, was mich interessieren würde, von Netzzeit, hast du Daten über die Völker in deiner Umgebung? Weißt du, wie groß die Konkurrenz durch andere Völker? Ich weiß, in der Schweiz hat es ziemlich viele Bienenhalter, besonders in den Städten. Das wäre natürlich auch ein wichtiger Punkt, das zu wissen, wie groß die Konkurrenz von anderen Bienen und Das wissen wir schon, nicht ganz aus allen Kantonen, aber es gibt verschiedene Kantone, die stellen die Daten, die GIS-Daten, also die Koordinaten der Bienenstände online. Die findest du teilweise im Internet und da kannst du dir ein Bild machen. Und wir haben in unserem Baumhöhlenprojekt so eine Übersicht geschaffen, wo sind denn die ganzen Bienenstände in der Schweiz? Und da sieht man dann schnell, dass es in der Schweiz schwierig wird, irgendwo einen Punkt zu finden, wo man halbwegs weit weg ist von anderen Imkern. Also die Bienendichte ist enorm, ganz allgemein. Und sie ist insbesondere rund um Imkerstände, Bienenstände halt einfach wahnsinnig hoch. Oder so ein schönes Schweizer Bienenhäuschen mit irgendwie 20 Bienenvölkern. Das ist eine absurd hohe Honigbienendichte, wenn wir wissen, dass in der Natur, dass wir 1 bis 5 Bienenvölker pro Quadratkilometer finden. Also das ist einfach ein Wahnsinn Unterschied. Und das Ja. hätte man vielleicht auch noch hier einbauen können. Also je höher die Bienendichte, umso kritischer vielleicht eben diese Nahrungsversorgung. Aber das ist vielleicht eben auch relativ, weil ich glaube, wenn du eine wirklich gute, ausgeglichene Tracht hast über die ganze Saison, dann verträgt es auch mehr Honigbienen, oder? Also das habe ich auch Ja. bei mir schon versucht, oder ob die Bienendichte bei mir zu Hause ein Problem ist. Aber ich glaube, die Trachtlücke, die ist dermaßen ausgeprägt, dass ich auch mit 2 Völkern irgendwie nicht wirklich gut über die Runde komme, oder? Ja, und die andere Frage wäre, ihr habt ja auch die dunkle Biene bei euch in der Schweiz. Gibt es da in Gebieten, wo nur die dunkle Biene, die eigentlich sehr gut angepasst sein sollte an die klimatischen Bedingungen, dass die bessere Chancen hat zu überleben? Gibt es da, weil wir in Großbritannien haben eigentlich nur wenige Orte, wo es wirklich noch Dark Black Bee nennen wir sie, also Native Black Bee. Da gibt es noch Inseln, vor allem an der Westküste, wo es ein Reservat auch gibt. Aber sonst ist eigentlich eine sehr gemischte Population mit vielen sogenannten Designerbienen, nenne ich sie. Die Buckfast, Biene ist sehr beliebt. Weiß nicht, ob ihr die auch habt in der Schweiz. Also eigentlich Hybriden, gezüchtet für maximalen Honigertrag. Wir haben insbesondere Carnica, Buckfast und eben auch die schwarze Biene. Und ich glaube, man kann sagen und behaupten, dass die schwarze Biene angepasster ist, dass sie mit weniger Futter über den Winter kommt, auch irgendwie eine ausgeprägtere Brutpause macht über den Winter. Aber das Thema ist einfach, dass das, was wir in der Schweiz an schwarzer Biene haben, das ist dermaßen hochgradig beeinflusst über die Zucht, dass es halt eben nicht mehr wirklich angepasst an die Natur ist. Und ich glaube, da habt ihr Vorteile, in England. Ich weiß nicht, wie hoch das geht. Aber wir haben ja die walisischen Imker da was ist das, im Westen von England besucht.
Und das natürlich traumatische Verhältnisse, also ohne jegliche Behandlung, ohne Fütterung und so. Das ist eine ganz andere Geschichte als was hier bei uns. Ja, aber der Großteil, also Großteil behandelt auch mit Chemikalien und da ist sehr viel Nachholungsbedarf, denke ich. Und sowas, wie wir jetzt heute Abend besprechen, das gibt es eigentlich fast nicht, sage ich Ja. mal. In England eher als in Schottland, aber hier gibt es halt die kommerziellen Bienenhalter und die Hobbyisten orientieren sich eigentlich nur an den kommerziellen Bienenhaltern. Von dem her da, ja. Aber die, die ausbrechen, die haben sehr viel bessere Erfolge, als wir hier in der Schweiz schaffen. Also die Resultate, die ich in Wales gesehen habe, die kriege ich nicht hin. Unter naturnäheren Bedingungen auf der Alp, aber ich kriege die Überlebensraten trotzdem nicht hin. Und das hat in meinen Augen etwas zu tun mit der Verselektionierung, Verzüchtung der Bienen, die hier rumschwirren. Das ist ein großes Problem. Das meine ich, wie ja, durch Zucht vieles kaputt machen, was. Gut, wir haben leider nachher um Viertel nach schon denselben Vortrag nochmals in Französisch. Ich würde hier gerne unterbrechen, noch kurz eine kleine Pause machen. Aber ihr kennt uns ja, ihr habt die Koordinaten, wir können über E-Mail in Kontakt bleiben, wie auch immer. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen habt, kommt einfach. Wenn ihr selbst etwas schreiben möchtet, selbst einen Vortrag machen möchtet mit euren Erfahrungen, jederzeit gerne. Und dann freue ich mich auf weitere Kontakte. Vielen Vielen herzlichen Dank, Dank und super vielen Vortrag. Dank. Danke. Danke, einen schönen Abend zusammen. Schönen Abend. Abend. Alle Seite, Ante Hoppe, Ante Je ne sais pas ce qui se passe. De votre côté, qu'est-ce que vous avez remarqué chez moi? J'ai mon ordinateur qui s'est arrêté entre deux là. oui, c'est du coup Et toi, tu as ça. remarqué quoi? Vous avez remarqué quoi de votre côté? L'enregistrement qui a été interrompu. Là, cette fois, c'est moi qui ne t'entends pas. Attends. Voilà. Vas-y. Oui, c'était l'enregistrement qui ne marchait pas pendant un moment. Ah. Mais écoute, ce qu'on peut faire, regarde une fois ce que tu reçois à la fin. Oui, justement. Ce qu'on peut faire, c'est que je fais un enregistrement juste pour la partie qui manque. Comme ça, peut-être on peut dire, oui, là, ça a été Pour interrompu. ajouter. On rajoute un bout, peut-être tu peux bricoler quelque chose après. Parce que je pense que le thème, il est relativement Ah intéressant. ouais, il est super Ce important. serait un peu dommage. Oui, complètement. Non, je suis vraiment navré. Je pense que, ouais, enfin voilà, c'est ce que j'ai remarqué en arrivant ici. J'ai Est-ce que... interrompu un petit moment et puis je suis arrivé, il était arrêté. Je vois ce que je peux retirer et puis effectivement, je vais de toute façon contacter Zoom. Peut-être qu'eux, ils ont aussi un enregistrement de leur côté. Ouais, ça marche.